Im Service lerne ich unter anderem Tickets zu beantworten und Telefonate zu führen. Dabei macht es einem sehr viel Spaß, wenn man vom Kunden positives Feedback erhält. Plakate, Flyer und andere Drucksachen in Top-Qualität zu Spitzenpreisen. 123print.de. Möchtest du Teil von Midwald werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Wir sind zurück in der Kasperhalle. Frankfurt gegen Hertha BSC Berlin. Die 9 Punkte perfekt machen wollen und gerade die erste Chance. Hertha gewann mit 3:1 gegen Hannover 96, mit 2:1 gegen Schalke 04. 6 Punkte also für den Rekordgewinner des Ribbon Cups. Frankfurt 1:7 gegen Schalke. Mal kräftig durchgeschüttelt, um dann Werder Bremen mit 2:0 zu besiegen. Sicherlich die größte Wundertüte bisher hier im Wettbewerb. Und wir gucken, was jetzt passiert. Wenn sie jetzt auch noch Hertha schlagen, dann verstehe ich die Ribbon Cup-Welt überhaupt nicht mehr. Wir warten es ab. Weiter Ball, klasse Kopfballrücklage. Das ist die Möglichkeit hier für Joshua Frühls noch abzuschließen. Auffällig bisher im Wettbewerb Finn Otto. Ja, Kapitän der Frankfurter. Entschuldigung, nicht der Kapitän. Die Nummer 4 der Frankfurter. Kapitän ist Francesco Simonelli, der auch schon als Torschütze aktiv gewesen. Und hier musste Kilian Schubert, der Keeper der Berliner, einmal mächtig hinlangen. Da haben wir die Bank der Frankfurter mit ihrem Trainer Anouar Daou, 37 Jahre. Deutsch-Marokkaner. Und jetzt haben wir den Jubel eingefangen. Den verhaltenen Jubel zum 1:0 für die Frankfurter. Wir sehen was nochmal. Ecke mit der Bande gespielt, wunderbar gemacht. Tolles Tor. Und jetzt ist das 1:1 im Gegenzug. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Hertha sticht vor allen Dingen einer raus. Das ist die Nummer 10, der Sonnennationalspieler. Lazar Samardžić, überragend bisher aufgetreten, speziell im ersten Spiel. Der Alleinunterhalter da vorne fast mit der 10. Auch jetzt gerade auf der Platte, jetzt gleich nicht am Ball, nochmal durchrotiert. Jetzt im Zentrum angespielt, braucht für die Kugel auch. Da haben wir die Bank der Berliner mit ihrem Cheftrainer Oliver Reis, 35 Jahre. Letztes Jahr auch schon dabei gewesen. Guter Abschlussversuch hier. Gut, die nächste Möglichkeit zur Führung für die Frankfurter. Die Halle hat sich geleert. Nicht ganz leer, aber ungefähr die Hälfte des Publikums hat sich schon verabschiedet. Der Tag ist ein längerer geworden durch den neuen Modus. Es sind mehr Spiele, 8 Stück mehr. Dementsprechend länger geht das Ganze hier. So hoffen wir aber, dass vielleicht zur Abendbrotzeit am Samstagabend wir noch einige Zuschauer vor dem Bildschirm haben. Bei einer wirklich flotten und munteren Partie hier zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC Berlin. Ball jetzt klasse rüber gespielt. Große Möglichkeit. Wunderbar am Tor vorbei. Und ganz cool gemacht. Nochmal verzögert. Nochmal abgewartet. Und wunderbar abgeschlossen. Klar vorbereitet wieder. Emikan Teki mit dem Tor. Und Lazar Samardžić hat den Ball da
Schön rübergelegt. Nächster Scorerpunkt für ihn. Scorerpunkte, Tabellenstände, Ergebnisse, alles zu finden. freewaycup.de im Livescore. Lege ich Ihnen im Second Screen wärmstens ans Herz. Die Zweitkarte kann ich Ihnen hier leider nicht anbieten. Sechs Minuten auf der Uhr. Er da führt mit 2:1. Wir haben die gute Jugendarbeit angesprochen, der Berliner. Und ein paar Namen beweisen das ja auch. Wer war für Hertha schon auf der Platte? Wir haben Nico Schulz, den Hoffenheim-Profi. Manuel Schmiedebach von 96. Maximilian Stett, Hertha BSC Berlin. Der Trainersohn, Paul Dada Junior, auch er am Profikader dabei. Patrick Ebert hat hier gespielt. Kevin Prinz Boateng war hier. All sie für Hertha hier schon die Hallenschuhe geschnürt. Während jetzt die nächste Riesenmöglichkeit für Joe Williams anstand. Aber da hatte Elias Börtner mächtig was gegen, dass der Ball da hinter ihm jetzt einschlägt. Also das beweist einfach, dass die Hertha eine sehr, sehr hohe Durchlässigkeit hat von der Jugendabteilung zu den Profis. Ungewöhnlich hohe Quote an wirklich Bekannten, an Topspielern. Und auch jetzt binden sie immer noch diese Eingewächse mit ein. Gute Parade jetzt hier von Kilian Schubert. Im Tor der Berliner. Ist der Schussversuch wieder geklärt von Schubert. Klasse rübergespielt. Ball jetzt rechts raus. Nächste Möglichkeit. Es wird so ein bisschen das Privatduell der Torhüter hier. Elias Börtner jetzt wieder für Frankfurt. Jetzt war machtlos. Joe Williams. Dürfte das gewesen sein? Wir kontrollieren nochmal. Jawohl. Er hat das. Nummer 9 Joe Williams. Auch sehr auffällig. Super rübergelegt. Und dann per Dropkick. Bis vom Boden aufgekommen zum 3:1 für die Berliner. Also es riecht jetzt stark nach 9 Punkten in 3 Spielen. Ähnlich wie Rasenballsport Leipzig das auch schon geschafft hat. Keine Überraschung. Zwei hochgehandelte Vertreter hier im Teilnehmerfeld. Umso wichtiger ja auch die 4 Punkte für die Mühlenkreisauswahl. Weil die Wahrscheinlichkeit, wenn das so weitergeht, sinkt, dass sie gegen einen der Top 2, Top 3 Teams antreten müssen, wenn sich hier dann jemand durchsetzt. Ja, wir halten noch aus hier heute Abend. Wir gehen wirklich erst, wenn das letzte Spiel vorbei ist. Dann werden die Akkus aufgetankt und dann geht es morgen weiter für alle Beteiligten hier. Kameraleute, Regie, alle im vollen Einsatz hier. Über 10 Stunden Nettospielzeit. Fußball pur, plus Showprogramm, plus Pausen, plus Spielunterbrechung in 2 Tagen. Nächster Abschlussversuch. Für die Frankfurter, die sich hier nicht aufgeben. Er hat noch gefehlt, aber er trifft in diesem Spiel bisher noch nicht. Lazar Samardžić. Auch er Nationalspieler, also gut bekannt mit Finn Otto, der Nummer 4 von Eintracht Frankfurt. Schöne Mitnahme jetzt hier von Jedmir Ameti.
der da jetzt gegen 2 gegen 3 sich durchsetzen muss und sich durchsetzt. Schade, hätte fast noch mehr verdient gehabt. ...1:30 noch auf der Uhr, 2 Tore Führung für die Berliner. Es gewesen sein. Außer der Ball fliegt jetzt immer ins Tor. Nein, auch darauf hat Leon. Es ist Kilian Schubert. Keine Lust auf einen weiteren Gegentreffer. Der Lupfer da mal rein. Kreative Lösung. Das ist Lazar Samardžić. Setzt sich hier nicht durch. Gut gemacht, die Drehung. Abschlussversuch. Kommt da durch und fast der nächste Treffer. Jetzt wollen sie es aber wissen da. Der Ball zweimal von der Linie gekratzt. Immer noch nicht drin. Jetzt kommt die Patsche von Elias Börtner. Also Berlin muss man auf dem Zettel haben, definitiv. Wenn es darum geht, wer wird Turniersieger. Es wäre der erste Triumph seit 2012. Also schon ein bisschen her. Nochmal der Antritt. Hat er rechts überlegen können. Das war's mit 1:3. Gewinnt Hertha BSC Berlin auch sein drittes Spiel und startet mit 9 Punkten ins Turnier aus 3 Spielen. Hertha BSC Berlin gewinnt 3:1. Hertha BSC wird Ihnen präsentiert vom Autohaus Becker-Thiemann. Gewinnt 3:1 gegen die Atmosphäre bei Mittwald ist richtig cool. Da wir